Ein Großteil des Geldes, das im Umlauf ist, ist sogenanntes Buchgeld. Das heißt, es wird gar nie gedruckt. Nur ein kleiner Teil besteht aus Noten und Münzen, die von der Nationalbank unter die Leute gebracht werden. Das elektronische Geld aber, das wird von Geschäftsbanken wie der UBS oder der Credit Suisse in Form von Krediten geschaffen. Die sogenannte Vollgeld-Initiative will das nun ändern. Heute eingereicht mit 112.000 Unterschriften. In der Schweiz soll die Nationalbank künftig allein entscheiden dürfen, wie viel Geld im Umlauf ist. Der Einfluss der Geschäftsbanken auf die Geldmenge ist den Initianten zu groß. Auch elektronisches Geld müsse von der Nationalbank erzeugt werden. Dann seien Finanzblasen wie bei der Finanzkrise 2008 nicht mehr möglich.